So, einen wunderschönen guten Abend. Wir haben uns heute wieder zusammengefunden für die wöchentliche Zusammenfassung unserer Nachrichten, die wir die Woche gepostet haben. Die erste Meldung von dieser Woche lautete Android P mit Gestensteuerung à la BlackBerry OS 10. Die nächste Version des mobilen Betriebssystems von Google heißt Android P und soll am Ende des Jahres vorgestellt werden. Stephen Hall von 9to5 Google bestätigte auf Twitter, dass Android P eine neuartige Gestensteuerung erhalten soll. Vorläufig soll der Home-Button demnach nur als Hilfe bei der Steuerung unterstützen, sowie zur Markierung für die Swipe-Up-Gesten. Nun stellt sich hier die Frage, wer von wem kopiert hat, Apple von BlackBerry oder Google von Apple? Zu Beginn der Auferstehung von OS 10 von vor mehr als 5 Jahren implementierte BlackBerry bereits diese Gestensteuerung in sein mobiles Betriebssystem. Chen möchte Bolt 9900 wiederbeleben. Die spinnen die. Dieser Spruch ist mir spontan eingefallen, als ich die Überschrift über einen Artikel bei den Kollegen von Crackberry las, laut dem John Chen möchte, dass jemand ein einfaches BlackBerry Bolt 9900 ähnliches Smartphone baut. Im neuesten Podcast von Recode Decode offenbarte Chen, dass er fasziniert sei von der Idee einer Retro-Wiederbelebung des Bolt 9900. Natürlich will er das Gerät nicht selber produzieren, ist er doch stolz darauf, den Turnaround mit BlackBerry als Softwareanbieter im Bereich sichere Unternehmenslösungen und autonomen Fahrens geschafft und das Hardwaregeschäft abgestoßen zu haben. Chen hat sogar genaue Vorstellungen von den Zielgruppen, nämlich alle, denen Sicherheit am Herzen liegt. Unternehmen, die ihre Daten schützen wollen, Nutzer bei Banken, Versicherungen, Anwälte und Ärzte. Und sogar eine Preisspanne, zu dem das Retro Bolt angeboten werden sollte, schwebt ihm vor. Zwischen $150 oder $199. Originalton. Ich denke, dass es einen Bedarf in dieser Welt für ein Telefon geben könnte, das sehr einfach ist und das sich nur auf sichere E-Mails, sichere Texte und einen einfachen Browser konzentriert. Später sagte er noch, erinnert ihr euch an den Bolt 9900? Es passte genau in deine Handfläche. Ich denke, das sollte jemand machen. Und schließlich, ich denke, ich sollte einen Hardware-Partner dafür finden. Was sind denn das jetzt für Töne? Erst liquidiert er die Hardware-Sparte, dann OS 10. Und jetzt kommt er daher mit diesen Aussagen. So sehr ich Chen für seine bisherige Sanierungsarbeit aus professioneller Sicht gelobt habe, aber jetzt fängt er an zu spinnen. Was meint ihr? Nur knapp 5% aller weltweit verkauften Smartphones haben schon Android Oreo. Der Nachfolger für Android 8.0 Oreo steht schon in den Startlöchern. Vor wenigen Tagen wurde erstmals dazu eine Entwickler-Preview veröffentlicht und im Herbst sollen dann die ersten Smartphones mit Android 9 auf den Markt kommen. Dabei läuft Android 8 aktuell noch nicht mal auf jedem 20. Smartphone weltweit. Auch wir Nutzer von BlackBerry Smartphones powered by Android können von Oreo nur träumen. Warten wir doch schon länger auf das versprochene Update. Damit sind wir aber nicht alleine. Google hat auf seiner Developer-Seite seine monatliche Statistik zur weltweiten Android-Verteilung veröffentlicht. Danach ist der Anteil von Geräten mit Android 8.0 bzw. 8.1 zwar überproportional auf 4,6% gestiegen, liegt aber damit weiter deutlich unter der Quote der Geräte, auf denen auch die Uralt-Versionen Gingerbread, Ice Cream Sandwich, Jelly Bean und KitKat installiert sind. Weiterhin am meisten verbreitet, sogar noch wachsend ist Android Nougat, also 7.0 und 7.1, mit insgesamt knapp 31%. Danach kommen Android 6 mit 26% und Android 5 mit knapp 23%. Deren Anteile sinken aber. Was heißt das für uns? Sollte im Frühjahr, Sommer, wie versprochen, Oreo auf unsere Bären aufgespielt werden, würden wir kurz zu einer elitären Nutzergruppe gehören, aber kurze Zeit später wieder ein veraltetes OS nutzen. BlackBerry Base How-To, die Baby-Emoji außerhalb des BBM. Wie jeden Mittwoch ein Tipp aus unserer How-To-Kiste. Diese Woche beschäftigen wir uns mit den inzwischen sehr beliebten BB-Emojis. Diese erlauben es, personalisierte und animierte BBM-Sticker zu erstellen, welche dann über den BBM versandt werden können. Aber nicht nur der Versand per BBM ist möglich, nein, auch im favorisierten Messenger eurer Wahl könnt ihr eure BB-Emojis nutzen. Wie das funktioniert, erklären wir euch hier. Öffnet die BB-Emoji-App anstelle des BBM. Sucht euch nun ein passendes BB-Emoji aus, welches ihr verwenden wollt. Tippt nun auf den Download-Button, um dieses zu speichern. Es gibt zwar ein Feature in der App, um BB-Emojis direkt zu teilen, jedoch ermöglicht der Download eine zukünftige schnellere Weitergabe. Als nächstes öffnet nun eure favorisierte Messenger- oder Social-Media-App, nur noch das zuvor ausgewählte BB-Emoji hochladen und versenden. Ein weiterer netter Nebeneffekt ist, dass bei jedem extern versandten BB-Emoji ein kleines BBM-Logo mitgeschickt wird, die perfekte Möglichkeit, den oder die Chatpartner auf den BBM aufmerksam zu machen. Kleine Anmerkung, der Versand von GIFs ist im BBM-Feed bis jetzt noch nicht möglich. BB-Emojis, welche hier hochgeladen wurden, erscheinen als Standbild. So, jetzt viel Spaß beim Erstellen und Versenden. Über den Button bei uns im Artikel geht's zum Download der BB-Emoji-App. BSI nimmt Stellung zu angeblich drohender russischer Cyber-Angriffskampagne.
Durch Edward Snowden, die Älteren werden sich noch an ihn erinnern, wurden wir vor einigen Jahren darüber aufgeklärt, wie die NSA Router manipuliert und zur Überwachung des Datenverkehrs genutzt hat. Nun werfen amerikanische und britische Behörden Russland bzw. von Russland unterstützten Hackern vor, massiv westliche Netzwerkinfrastrukturen infiltriert zu haben und bringen das Thema nun wieder in die Schlagzeilen. Das US-Ministerium für Heimatschutz, das FBI und das britische Nationale Zentrum für Cybersicherheit warnen aktuell vor einem bevorstehenden Cyberangriff. Dazu hat das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, kurz BSI, zwar keine direkte Entwarnung gegeben, ordnet die dort aufgeführten Informationen jedoch etwas anders ein. Konkret verfüge das BSI, so eine gestrige Stellungnahme, über keine Hinweise auf eine aktuell bevorstehende russische Offensive auf die weltweite IT-Infrastruktur. Eine erste Analyse legt nahe, dass sich die Ausführungen der britischen und amerikanischen Partnerbehörden zu Angriffsmethoden, Angriffsvektoren und Schwachstellen mit den Erkenntnissen des BSI der vergangenen Jahre decken. Aus technischer Sicht gibt es in der Erklärung keine neuen Erkenntnisse. Die in der Erklärung beschriebenen Schwachstellen sind bereits mehrere Jahre alt und grundsätzlich bekannt. Die Behörde beobachtet dennoch auch aktuell vereinzelte Angriffe auf IT-Systeme in Deutschland, die die Schwachstellen in Routern, Switches und Firewalls ausnutzen würden. Hier würde das BSI aber mit den betroffenen Behörden, Firmen und Institutionen an entsprechenden Maßnahmen zur Gegenwehr arbeiten. Generell gilt, schützt eure Router, spielt die angebotenen Firmware-Updates auf und tauscht das werkseitig eingestellte Passwort durch ein gutes eigenes Passwort aus. Aber nicht das Jahr verwenden, in dem der heilige Dominikus durch Papst Gregor IX. Heilig gesprochen wurde, nämlich 1234. Update, das Facebook-Universum. Facebook kommt zurzeit nicht aus den Negativschlagzeilen heraus. Mit allen Mitteln versucht Mark Zuckerberg, das Vertrauen der Konsumenten zurückzugewinnen. Am 25. Mai 2018 tritt die neue Datenschutzgrundverordnung in Kraft und Facebook ließ verlauten, dass mehr als 1,5 Milliarden Nutzerdaten von Irland in die USA transferiert werden sollen. Facebook ist nicht das einzige US-Unternehmen, das Daten von Nutzern in die USA verschiebt. Was wird die Zukunft bringen? Keiner weiß es genau. Ich denke eher nichts Gutes. Facebook testet weiterhin auch die Gesichtserkennung in Europa. Jetzt hat auch noch Facebook angekündigt, die Gesichtserkennung in Europa demnächst freizuschalten. Die Anwender können selbst entscheiden, ob sie diese Funktion nutzen oder nicht. Zudem muss die Gesichtserkennung aktiv bestätigt werden. Wer sich für das Opt-in entscheide, werde künftig benachrichtigt, wenn ein anderer User das Foto des Betroffenen als sein Profilfoto hochlädt. Facebook will damit verhindern, dass Menschen sich als andere auf der Plattform ausgeben. Wir werden diese spezielle Funktion in einem weiteren Beitrag genauer ausleuchten. Update, sieht so wirklich das BlackBerry Key 2 aus? Im Crackberry-Forum hat sich der User Unity04 die geleakten Bilder des Key 1-Nachfolgers einmal genauer angesehen und einen Unterschied in der Tastaturbelegung festgestellt. Alle Zahlen würden demnach in die obere Tastaturreihe wandern, also ähnlich wie wir es von einer PC-Tastatur kennen. Der allwissende Crackberry-Botschafter Conite meint zwar, wir sollten einen auf die geleakten Bilder geben, aber trotzdem mal in die Runde gefragt, was würdet ihr davon halten? Das soll es dann auch für diese Woche schon wieder gewesen sein. Wie immer wünsche ich euch noch einen schönen restlichen Sonntagabend, einen guten Start in die neue Woche. Wir hören uns dann wie gewohnt am kommenden Wochenende wieder. Bis dann!